Zu dem Hof der Habenas gehören große Weideflächen mit glücklichen Kühen. Denn darauf legt Peter großen Wert. Jede Kuh wird von Hand angemolken, um den Milchfluss zu stimulieren. So wie sein Vater einst ihm das Melken beigebracht hat, sollen es auch Peters Töchter von Großvater Andreas lernen. Aber sie will das gar nicht so gerne. Guck mal. Nun kommen wir nicht mehr. Komm. Also, wenn wir jetzt mit dem Melken beginnen, dann handhaben wir das so, als wenn wir versuchen wollten, dem Kalb das Trinken nachzuäffen. Und nun hat die relativ kleine Striche. Nun muss man mit dem oberen Finger abklemmen. Guck. Und weil sie das nicht oft gewöhnt ist, macht sie das gar nicht so gerne. Guck. Oben dicht klemmen und dann der Reihe nach unten hin die Finger zusammendrücken. Nun darf ich ja die andere Seite eben. Nun machen wir das. Siehst du? Das ist kein Produktionsfaktor allein, eine Kuh. Eine Kuh ist mehr. Eine Kuh hat Seele, eine Kuh hat Wesen. Eine Kuh ist einfach, ja, ein Herzstück des Betriebes.